So, es geht weiter. Ich habe da alles geklärt. Also ich habe eigentlich alles hingemacht schon. Ich habe eigentlich schon eine Aufnahme rein gehabt. Habe aber nicht gewusst, wie es weitergeht. Habe kurz ein bisschen schauen müssen. Nein, ich habe doch nicht alles geklärt, aber den habe ich auch schon gekillt, der droppt nichts. So, auf jeden Fall, da ist voll die starke Frau drinnen, die habe ich zum Glück geschafft. Noch ein paar Mal sterben. Also ich bin jetzt aufgestanden, 3 Mal oder so. Und da habe ich aber nicht gewusst, dass da eine Leiter ist, wo es weitergeht. Also ich bin einfach nur sinnlos da gestanden und habe nicht gewusst, wo ich hin muss, weil ich die Leiter nicht gesehen habe. Ja, oft sieht man wirklich einfachsten Sachen nicht. So, da haben wir jetzt den Schlüssel anscheinend. Und jetzt gehen wir ins Labyrinth, aber ich gehe davon aus, dass der Schlüssel für das ist. Ich habe jetzt nicht weitergeschaut, aber ich gehe einmal stark davon aus. Vorsicht vor Überfall. Ich hoffe, dass da jetzt nicht nur so eine starke Frau kommt. Weil die Frau, die hat es in sich gehabt, die was da war. Das war fast der Bossgegner, die war so stark. Überfall. Weg ist er. Mehr gibt's da gar nicht. Oh Mann, ach so. Lol, was tue ich denn noch? Leere Druckbildhülle, keine Ahnung, was man das braucht. So, anscheinend. Jetzt bin ich gespannt, ob ich jetzt ins Labyrinth reinkomme. Das war witzig. Das sind einmal volle Tränke. Achso, weil, ja, ich habe gerade einen Fight mit der gehabt. Deswegen habe ich ja so viel Tränke gerade verschwendet. Warte mal, der Schlüssel ist aber nicht für die Tier, oder? Doch. Sehe gleich nochmal aufs Klo. Man kann ja nicht Pause drücken. Gleich geht's weiter. So, bin wieder da. Was passiert da jetzt? 9000 Echos, das ist ein. Ist das. Wer ist denn das? Das ist ein Hinweis. Schauen wir uns mal den Hinweis da an. Zeit für Fallen. Der Papst. Du zeigst irgendwo hin, gell? Du bist am richtigen Ort. Soll ich wirklich runterhupfen, oder was? Hä? Zeit für Fallen steht da. Zeit für Fallen. Du bist am richtigen. Ich spring. Ich spring jetzt. Was macht der? Der kämpft gegen den. Wieso zackt der da hin? Wieso steht da Zeit für Fallen? Wieso leicht's da unten? Aha. Ja, Boss oder was? Boss, gell? Hallo? Soll ich die überhaupt angreifen? Nice. Warte, ich weiß nicht. Die Spinnen, das sind jetzt. Kann ich nur Erm killen? Auch. Visier doch Erm an, nicht die Idee, ja. So viel Schaden macht das auch nicht. Irgendwie, keine Ahnung. Was ist was? Brauche eigentlich eh nur den Boss.
Eigentlich interessieren mich die Spinnen gar nicht. Aber ich glaube, dass der die ganze Zeit Neiche brütet. Du bist interessant für mich. Gib mir mal andere Waffen. Ja. Ja, es werden mehr Spinnen. Ich kill nur den Boss. Ist das wirklich so einfach, wie immer denkt? Boah, was ist das? Scheiße, ich komm nicht zu bezahlen. Achso, du bist das, der was den Angriff macht. Ja, passt. Ja, dann nehme ich mir ein extra mehr Molotovs mit. Passt eh. Ich habe keine Tränke mehr. So viele Tränke habe ich noch nie gebraucht beim Boss. Ich komme nicht einmal zu wie zu dir. Ja, mit Molotow geht das schon. Molotow und Ölurnen und der Kampf geht von selber. Ich glaube zumindest. Jetzt tun wir schnell aufstocken, dann kommen wir wieder. So, ich bin wieder da. 10 Molotow-Cocktail habe ich mit. Jetzt muss reichen. Ich habe nichts mehr. Also, nicht einmal Heiltränke. Ich kann mir nicht mal mit Heiltränke voll machen. Ich muss dann. Dann muss ich nicht schaffen, eine Farm um die machen. Du redest immer noch nicht mit mir, gell? Ich hoffe dann aber nicht. Der schickt mich da um und ja. Was sehe ich denn dort rein? Was sehe ich da drin? Ja, die Spinnen sind jetzt schon da. Am Anfang glaube ich war es am einfachsten. Ist er da irgendwie anfälliger, wenn ich da drauf hau? Das Gute ist, dass wir das Schwachstück kennen, dass er eine Feuerschwäche hat. Wo ist er denn? Achso, er macht jetzt schon das. Er hat nur Maßen, dass er die Spinnen da auf seiner Seite hat. Ja, geh halt weg! Der hat gerne einen Bogen mit Feuerpfeil oder irgendwas. Ich kann mich nicht auf 100 Gegner konzentrieren. Also der. Der Kampf ist komplett unfair. Wo taucht er auf? Sieh ihn nicht. Wo bist du denn? Ja.
Ich weiß nicht, sag ich, hast du immer die Gegner, die Spinnen erledigen? Schau, gell? Sag ich, hast du immer die Spinnen, die kleinen Spinnen erledigen, bevor ich einmal greife? Warte, glaube ich, was gescheit. Ich habe leider kann meine Tränke nicht auffüllen, das weil ich keine mehr habe. Meine ganzen Tränke verbraucht. Das Feuerpapier ist auch bald gegangen. Ja, dann sind die Spinnen jetzt zu mir gekommen. Dann mache ich jetzt. Das Band des Spinnen, glaube ich, eh nur einmal. Jetzt bleiben wir aber auch bei ihm, gell? Das ist ja das ungefähr. Wie viel halten die denn aus? Achso, am Kopf darf man einer nicht aus. Aha. Am Kopf macht mir ja gar keinen Schaden nicht. Ja, dann sind sie nicht immer in den Kopf her, weißt du? Ja, der Kampf dauert ewig. Aber ich glaube, es ist gescheiter, wenn man die erledigt. Ich weiß es auch nicht. So, jetzt zu dir. Wo ist Bonda? Das hat jetzt zusammenpasst, oder? Das hat so zusammenpasst. Handgelenk des Weisen. Unfair. Ich hab nicht einmal einen Trank gebraucht, gell. Ich bin gleich gestorben, ich hab nicht einmal heilen gehen. Ey. Unfair. Aber ich glaube, es ist machbar. Es ist schon machbar. Lästig ist es ein bisschen. Weil da so viele andere sind. Ja. Und Schaden machen sie aber auch gut, die kleinen Scheißer. Heben wir jetzt das Feuerpapier auf, glaube ich. Naja, mit Feuerpapier war es schon gescheiter gewesen. So, wo ist er? Der schießt er jetzt schon, der macht ja jetzt schon die Angriffe, weißt du? Das ist ja das ungefähr. Das ist ja das Unfaire. Jetzt soll ich da gegen Spinnen kämpfen.
gleichzeitig. Was ist denn jetzt? Nein, nicht wirklich. Meine Waffe ist gefährdet. Ja, wie unfair. Muss ich mit der Axt weiterspielen? Das ist ja unfair. Dass meine Waffen genau jetzt hier werden muss, oder? Also hier ist er nicht, aber. Am hier werden ist. Und die Axt. Die ist zwar eh gleiches Level. Aber langsam. Der Kampf. Dritte Phase wird, glaube ich, blöd werden. Tu den Kopf weg, geil. Jedes Mal hält's den Kopf da her. Ich will unbedingt. Ja. Naja, wenigstens kann ich meine Waffen halt brennen. Mit der Waffe hätte ich es niemals geschafft. Gehen wir schnell Tränke besorgen. Und die Waffen halt brennen. Ich hatte einen Gegner besiege da noch schnell, weil sonst habe ich nicht einmal Blutechos zum Reparieren. Ja. Die Axt ist wirklich blöd. Die Axt benutze ich nur zum Langkampf eigentlich. So gefällt es mir gar nicht mehr. Am Anfang habe ich nur mit denen gespielt. So zumindest keine Waffen jetzt abbrennen. Wissen Sie es? Jetzt hängen sie wieder mit voller Tränke und einer Waffe. Hoffentlich. Die Tränke sind voll, wir sind wieder da. Und ich mag den Boss immer noch nicht. Die Waffe ist auch repariert, also kann ja nichts mehr schief gehen. Hoffentlich. Stirb jetzt schon. Nein, ich kann die Gegner nicht ernst nehmen. Das sind einfach nur lästig, die Gegner, mehr nicht. Das ist einfach nur lästig. Wie nur am Boss haben nicht 100 Gegner da. Die was eh nur den Kopf herhalten. Wenn sie den Körper herhalten würden, dann so hin. Sind so schnell die Viecher, wenn man am Körper trifft. So, jetzt komm du her. Bleib da. Wo ist? Das spielen dann auch gleich nachspawnen, wenn der kommt. Macht einen Angriff. Ja, also weggehen normal geht nicht. Man muss schon wegrennen dabei. Jetzt muss ich immer ein Auge auf den Boss auch haben. Ja, er macht den Angriff wieder. Ich hab nicht mal einen Schminder weggekillt, oder?
Nein. Hey, das wären ja auch stärker, die. Es ist zum Schaffen, aber heute nicht. Kommen wir nicht mal zur dritten Phase. So. Die Spinne lebt immer noch. Die Spinne lebt leider immer noch. Ich werde es noch einmal versuchen heute. Und dann werde ich es morgen, glaube ich, noch mal öfter versuchen. Weil das nervt, die Spinnen. Lästige Spinnen. Der Anfang, die erste Phase ist so einfach, aber dann ist es vorbei. Dann ist Schluss mit lustig. Ja, neu, oder? Nur ich einfach. Ich lasse die Spinnen jetzt. Ich habe keine Zeit mehr für den Scheiß. Ich mag die Spinnen nicht immer erledigen. Der Boss dauert so lange, wenn ich immer die kleinen Spinnen auch erledigt. Was sind sie? Wie ist er denn? Da dann. So, durch. Dumm, 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 dumm. Dreimal angreifen, wieder schon. Ich weiß nicht. Was ist so oder so? Scheiße. Was ist denn das für ein Angriff jetzt? Ist ein. Lass mich mal zu wie zu dir. Jetzt macht's 100 Mal den Angriff. Der wird so verteidigt von dir. Ja, ich komm nicht, ich hab keine Chance. Nicht. Wie komme ich denn rein zu dir? Schau, ich mach die ganze Zeit den Angriff. Ich finde nicht einmal eine Lücke, dass ich zu dir hinkomme jetzt. Ja, zweimal habe ich es wieder gehittet. Da musst du mal eine Lücke finden, dass du da hinkommst zu der. Und jetzt musst du wieder rauskommen. Das ist so ein Ding, ist das. Jetzt wir sind so hin. Wie oft muss ich auf Dreieck drücken, dass es sich heilt? Ja, jetzt macht er einen anderen Angriff. Oder war das eh dasselbe? Boah, die eine Spinne da, ey. Die geht nicht weg. Ich seh nix, hallo. Boah, ich komm da nicht mehr raus. Nicht gierig werden. Fuck. Boah, schau dir das Leben einfach an von der. Der hat kein Leben mehr. Wahnsinn. Wie haben wir das gemacht? Wie komme ich denn da raus wieder? Da war ja gerade was, oder? Da rein.
Bring mich aus dem Wasser. Okay, komisch. Irgendein Baby schreit da. Ritualgeheimnis gebrochen. Suche das Albtraumkind. Weißt du, wo ich jetzt bin? Da, wo das schwarze Loch war. Was ist denn das? Was bist denn du für ein Monster? Wieso tut er mir eigentlich da her? Das schaut ja witzig aus. Wieso tut mir der da her? Oha, schwarzes Loch. Du sagst mir nicht ein. Ich suche ein Lagerfeuer. Hallo. Da oben? Ich bin, glaube ich, falsch abgekommen. Eigentlich sollte man die Folge beenden, gell? Dann neu anfangen. Warte, ich gehe noch schnell zur Laterne. Ah, das ist gut. Wir reden gleich mit dir. Ist das unser nächster Boss schon oder was? Wir haben gerade gemacht. Warte, ich gehe mal zurück zum Jäger und dann beenden wir die Folgen. In der nächsten Folgen schauen wir weiter. Spinner ist Gott sei Dank besiegt worden.